So, also hier haben wir einmal eine Tabelle mit den Steuerungszeiten vom Auslassventil rot markiert und Einlassventil blau und grau. Hier eben auch in dieser Skala schön zu sehen, das Auslassventil und das Einlassventil. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Motor, der sich nicht überschneidet, also ohne Ventilüberschneidung. Und durch eine steuerbare Nockenwelle kann man das Ganze einfach verändern, indem ich das jetzt hier einfach um eins nach oben verschiebe. Und jetzt sieht man eben, wie sich das Einlassventil über die Früheinstellung überschneidet mit dem Auslassventil. Und dadurch gibt es eben eine Ventilüberschneidung. Und durch die verstellbare Nockenwelle kann man die eben höher einstellen, um eine Abgasrückführung motorintern zu erzeugen oder eben auch nicht. Und als Vergleich sieht man dann immer noch die graue, wie der Motor normalerweise die Nockenwelle eingestellt ist, also ohne die Ventilüberschneidung. Und so kann man dann halt einfach die Überschneidung ändern.